Hallo liebe Top-Familie und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Ich habe gerade noch was gegessen, natürlich perfektes Timing, weil ich dachte, das dauert irgendwie länger hier mit der Aufnahme. Jonas wurde gerade ein neues Video hochgeladen. Wer wurde mit wem intim bei Staffel 8 von Krass Klassenfahrt? Just in diesem Moment bin ich fast mit der Hälfte der Staffel durch. Die Folgen kommen für euch dann auch immer montags und freitags. Die Staffel wird lit. So viele Anspielungen von Lost habt ihr noch nicht gesehen und gehört, also zu geil. Jetzt schauen wir uns aber erstmal dieses Video hier an, ich bin sehr gespannt. Nona und Keanu haben was miteinander. Die Darsteller müssen immer nackt drehen. Jeden Abend gibt es einen flotten Dreier. Jonas Ems und Skina hatten Sex im Whirlpool und dass Maribel, in Klammern Tesla, ausgetauscht wurde. Kennst du den, ja. Der immer Tee trinkt und sagt so... Ich bin tatsächlich genau der gleiche Typ, nur mit Kaffee. Oh mein Gott, jetzt wo du es sagst, du schaust wirklich aus wie er. Wirklich? Auch die Haare und so, ja. Und macht er gut? Der Unterschied ist halt nur, ich glaube, der ist 12. Das Ding ist, ich bin halt auch 12. Innerlich, also zum Beispiel, was ich hier zum Beispiel mir gekauft habe letztens, ein Bagger, einfach warum nicht? Ich finde es toll. Ja, das ist mein Spielzeug, mein Lieblingsspielzeug. Ja. Meint sie diesen Jungen? Das frage ich mich gerade. Von diesen deutschen Memes mit dieser Creme? Meint sie den Jungen? Ich glaube, ich weiß, wen sie meint, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr wisst, von wem Camelia da gerade spricht. Versuchst du Mädels? Richtig, damit schleppe ich die ab. Und bagger sie an. Ich bagger sie an. Ja, mit dem Wortwitz steigen wir direkt in das weltbeste YouTube-Video aller Zeiten ein, denn ich habe heute einen absoluten Ehrengast neben mir. Und zwar, sitzt Mini Cooter, die ihr auch als Frau Bra kennt. Bra natürlich wegen BH. Richtig, ganz genau. Ist so. Das ist die Rollenbeschreibung. Ja. Sachen aber wirklich viel mehr. Wirklich? Nee, aber das ist ein Gerücht. Das ist wirklich ein Gerücht. Das ist ja wirklich ein Gerücht, weil unsere Idee war ja immer so eine Anspielung zu machen, dass du mit Capital einfach eine Beziehung hattest und dann als Lehrerin halt nach der Ehe, deswegen dieser Ring, den du abziehst am Anfang von Staffel 6. Das war die Anspielung aus Folge 1. Also von gestern. Bei euch, gestern für mich, noch heute. Verstehe. Okay. Ja, aber tatsächlich, Gerüchte. Was hast du? Du bist ein absolutes Moderationstalent. Du hast gesagt, das ist ein Gerücht und das Thema des heutigen Videos, Freunde, sind Gerüchte. Das ist heftig. Ich bin krass. Das ist schon sick. Ich bin krass. Wie krass Klassenbad. Okay, 2-1 jetzt ist unangenehm. Nee, das war geil. Das war geil. Leute hinter uns, das ist ein absolut gruseliges Zimmer. Da wollen wir noch einen Livestream machen. Stimmt. Hast du Angst? Ich habe tatsächlich Angst vor diesem Zimmer. Ich glaube, da sind auch Geister oder so. Also wenn wir in diesem Video im Verlauf sterben, dann macht euch keine Gedanken. Irgendjemand wird es noch schneiden und hochladen. Ja. Weil die Leute wollen trotzdem noch Geld und unseren Content verdienen. Das stimmt. Sobald wir dann tot sind. Nee, wir haben tatsächlich gestern, das ist immer wahnsinnig viel Laberei. Also jetzt, gleich kommen die Gerüchte, gleich wird es Das wird doch spannend. Wir haben uns eine Serienhandlung überlegt. War das nicht heute früh? Heute früh vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Also auch nicht ganz. Als wir gemeinsam im Bett lagen, war es auf jeden Fall... Ein Gerücht oder vielleicht eine Wahrheit. Auf jeden Fall, sie ist eine Serienkillerin, ich bin ein Serienkiller und wir beschließen... Uns gegenseitig umzubringen. Was passiert da? Das gibt's glaube ich wirklich noch nicht als Serie, ne? Gibt's wirklich nicht, Jonas. Nee, also ich kenne zumindest keine. Also ich kenne auch so Serien in dieser Richtung, aber das sagt mir nichts. Aber das wäre in der Tat ziemlich witzig. Naja, nicht als Serie, als Film so ein bisschen, sag ich mal. Hier, Mr. und Mrs. Smith. Wir haben ja andere Arbeitgeber, wissen nicht irgendwie, glaube ich, dass die Agenten sind und müssen sich gegenseitig umbringen. Das weiß ich noch. Sehr witziger Film. Aber eine Serie? Nee, das sagt mir nicht. Das müssen wir wirklich machen. Ja, das ist halt wirklich und hiermit, falls er das alleine durchzieht, möchte ich 50% von den ganzen Einnahmen haben, weil das auch ist eigentlich. Du bist gerade in einem Video auf meinem Kanal. Und du wirst das Video schneiden. Das heißt, niemand wird jemals irgendwas davon... Ja, ist schade, ne? Oh. Du hast aber die Geister, die hier sind. Ja. Okay, Leute. Und die suchen dich dann heim, Jonas. Ihr kleinen Ferkel durftet wieder auf Instagram schreiben, was ihr so denkt, was hier am Set von Krassklassenfahrt Staffel 8, richtig, da wusste ich. Manchmal verliert man die Es ist wirklich so. Es ist wie so ein ewiger, man ist wie so ein Hamster am Hamsterrad. Aber auf eine positive Art. Glaubst du, Hamster haben ein gutes Leben oder ein schreckliches Leben? Ich weiß es nicht. Ich würde kotzen, wenn ich mich die ganze Zeit... Soll ich euch sagen, was mich die ganze Zeit triggert? Ich dachte jetzt irgendwie, das wäre ein Fleck. Dieses Grüne hier! What the fuck? Das triggert mich tatsächlich ein bisschen.
steht denn da? Existanz. Distanz, oder? Oh Gott. Alexa-Wortspiel. Und so fühlen wir uns eigentlich hier beim Dreh auf. Das stimmt, ja. Am liebsten würde man eigentlich kotzen. Abhauen. Ja. Ach so, ja. Aber es gibt ja auch freilebende Hamster und so fühlen wir uns dann in anderen Situationen auch. Ja, oh, schön. Zum Beispiel, wenn ich zu Hause bin, alleine. Selina hat was mit Tim in real, also in real. Also sie ist mit 24 Tim in einer Liebesbeziehung. Okay, wisst ihr, was das ist? Das Gerücht. Ist kein Gerücht, das ist die absolute Wahrheit. Ja. Ja, ihr seid krass. Und das Ding ist, Tim hat ja ein Bild hochgeladen und alle denken... Es ist für die Serie. Dass es echt ist. Nee, das finde ich krass. Dass alle so cool sind. Ja, stimmt. Und sie haben ja alle recht, ne? Wow. Nur Sherlocks haben wir auf Instagram. Das ist krass. Da kann man sich sicher sein, wenn Leute gemeinsam ein intimes Bild hochladen, ja, oder auch ein Kussbild, ja, dann ist es zu 100% eine Beziehung. Das macht man nicht irgendwie für Klicks, Aufmerksamkeit oder irgendwas, sondern es ist immer wahre Liebe. Wir können jetzt auch küssen für Klicks. Ja. Es wird das, aber das stimmt tatsächlich. Ich finde das wirklich schlimm, dass man immer so viel Bilder oder so reininterpretiert. Und dann werden so zwei Menschen, sag ich mal, immer in eine Richtung gedrängt. So von wegen, ja, ihr seid doch zusammen. Und irgendwann haben die entweder keinen Kontakt mehr oder sind wirklich zusammen. Und dann sagen entweder alle, der eine ist blöd oder ich hab's gewusst. Aber ich finde das so schlimm, dass man so viel reininterpretieren muss. Wenn man eine Beziehung öffentlich macht, gut, muss man aber nicht. Dann soll man nicht die ganze Zeit immer gefragt werden, so sehe ich das. Und ich habe nie solche Sachen geschrieben. Nie. Seid ihr zusammen? Oh, ihr seid doch zusammen. Oh, ihr werdet so gut zusammenpassen. Ja, natürlich würden viele Leute schön zusammenpassen, aber das heißt nicht, dass die dann zusammen sind. Und wenn, dann würde man es irgendwann sagen. Das Thumbnail rein. So. Also das eben war tatsächlich ein Gerücht, um das noch ganz kurz aufzulösen. Ja, natürlich. Also ja. Selina und Tim sind nicht in zusammen. Einer Beziehung. Aber wer weiß, wenn man sich die ganze Zeit. Aber die Ironie gefällt mir. Und hier sind auch noch ein paar Tage am Set. Wer weiß, was dann passiert. Ich glaube, Tim geht heute. Wenn nicht, dann sorge ich dafür. Mit Selina. Wenn nicht, dann sorge ich dafür. Hast du mal lang gebraucht? Ja, das habe ich erst gar nicht gehört. Aber dann ist wieder so, das ist immer so deine finsteren, dunklen Gedanken, die müssen wir erst so kurz sagen und gehören. Oh, ich könnte das Video dafür nutzen, dass ich irgendein Gerücht jetzt. Ja, ich bin mit Selina zusammen. Kein Gerücht. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Wie lange seid ihr glücklich? Ja, wir sind sehr, sehr glücklich. Ja. Also ich glaube, wer mir auf Instagram folgt, weiß, dass wir in der letzten Zeit sehr intim miteinander wurden. Mhm. Wir haben zusammen gebadet. Ja. Viele Sachen gemacht. So gegessen. Ja. Boah, krass. Mhm. Gelacht. Geweint. Nona und Keanu haben was miteinander. Ich will das so nicht sagen. Ich auch, ich möchte das so. Aber das ist dann auch wie so eine Antwort. Ne? Aber wie kann... Also wie kamen die Leute darauf? Gab ja eigentlich noch keine Anzeichen. Oder auch nicht noch. Ja. Es kam ja schon ein Video online. Nonanu. Ich habe auch gesehen, ihr habt das schon so repostet. Also kommt gut bei euch an. Da muss man sagen, who knows? Who knows? Also, ich glaube eher noch aktuell Freundschaft, aber wie ich auch gesagt habe, man shippt die zusammen. Mal gucken, aber. Noch, sondern es gibt generell. Das ist echt gut. Jetzt schon zwei Gerüchte wahr: einmal Selina und Tim und einmal Keanu und Nona. Okay, nein, in Wahrheit ist es so, dass Keanu und Tim zusammen sind und Nona und Selina. Und natürlich du heimlich mit Selina. Das weiß Nona gar nicht. Weiß bitte nicht. Mach das nicht. Entweder hat sich öfter. Von den beiden Gerüchten, die wir gerade aufgezählt haben, ist an einem etwas dran. Vor allem, man weiß an welchen. Man weiß halt an welchen und er reitet gerade zwei voll in die Pfanne, weil er so sagt, ja, an einem der beiden Gerüchten ist was dran. Und die haben schon eben nach dem ersten gesagt, nee, das ist ein Gerücht, also nee, das ist ein Gerücht. Und hier jetzt so, nee, aber eins der beiden ist wahr. Oder da ist was dran. Muss man mit aufpassen immer mit solchen Äußerungen. Denn jetzt kommen Kommentare und jetzt sehr viele zu Nona und zu Keanu, um zu sagen, oh, ich habe gerade bei Jonas gehört, irgendwie, ihr seid doch zusammen, ihr habt was miteinander und so. Oh, dass die, glaube ich, was miteinander hatten. Ich glaube, das ist schon lange klar. Man hat es im Video gemerkt, weil die nicht darauf geantwortet haben. Und so kleine Anzeichen, das merkt man halt einfach, aber man fragt da nicht nach. Wenn man sowas zugeben möchte, dann kann man es machen. Vielleicht. Können wir verklagt werden. Ich glaube, ja. Aber das ist grundsätzlich so, wenn man ein Video von mir dabei ist, dann steigt die Wahrscheinlichkeit exponentiell. Ich sag euch mal was, wenn es mein Video wäre, ich verspreche euch, ich würde es zu 100%.
ehrlich beantworten. Stimmt. Also die Leute sind mal richtig sauer, wenn jetzt hier ironisch geredet wird. Ja. Die wollten bestimmt, dass wir erotisch reden. Erotisch, ja. Ja. Erotisch. Wir werden auf jetzt auf jedes Gerücht erotisch. Dieser Blick gerade, krieg ich den hin? Achso, oh lol. Jetzt habe ich... Nee, ich will nicht die... Antworten. Ja. Das... Warte mal, ich will nicht die... Ich will diesen Blick einfangen. Stimmt. Also die Leute sind mal richtig sauer, wenn jetzt hier ironisch geredet wird. Ich will diesen Blick einfangen. Dass wir erotisch reden. Erotisch, ja. Ja. Nein, warte. Da. Geil, okay. Wir werden jetzt auf jedes Gerücht erotisch antworten. Ja. Das heißt, ihr bekommt nicht die Wahrheit, es ist nicht ironisch, aber es wird erotische Antworten geben. Selina ist mit Jonas in einem Zimmer. Nö. Aber was jetzt ist ja so, ist mit in einem Zimmer, das heißt ja vielleicht ja jetzt gerade. Ah ja, das stimmt. War das eigentlich die erotische Antwort? Aber... Nö. Aber... Stimmt, weil ich nicht nö. Nö. Warte, warte. Vielleicht. Nein. Okay, nee, sind sie aber tatsächlich. Aber wieso denkst du immer, dass Jonas Ems damit gemeint stimmt. ist? Ach so, ja, also wenn es mich betrifft. Ah, okay. Das ist richtig. Hat man gerade meine Brust gesehen? Ich glaube nicht. Das ist jetzt. Genau das denke ich mir auch gerade. Ich glaube, was Jonas denkt. Einer hat da bestimmt so irgendwie hingeguckt. Aber dann, wenn man irgendwie so anspricht, so von wegen, wo schaut man mir gerade drauf? Dann gucken alle dahin. Das Pre-Intro, ne? Woody und Ems halten einen Honigdachs als Haustier. Also die meisten Influencer, die haben ja Poms, also Pomeranians. Ja. Es ist tatsächlich so, dass wir einen neuen Trend starten wollen. Haustier, so Hunde, das ist so ein bisschen das ist langweilig. Das stimmt. Hunde sind doch blöd. Aber ich mag keine Hunde. Ja? Ich habe Angst vor denen. Wollen wir uns gemeinsam einen Hund holen? Meinst du, haben wir schon so oft besprochen? Eigentlich schon. Ich wollte es so vor der Kamera nochmal als neues Thema. Wir haben tatsächlich die Idee, uns gemeinsam einen Hund zu holen und dem dann Liebe zu schenken. Okay. Das war eine erotische Antwort, die... Also das ist auch wirklich erotisch, aber kommen wir lieber auf das andere Thema zurück. Aber du wolltest doch sagen damit, dass ihr ein Haustier habt. Ja, ein Honigdachs. Ja. Das wäre so toll. Kennst du die? Das sind absolut verrückte Tiere. Ich wurde letztens gebissen. Also zum Sinn. Ja, ich bin hier... Der ist auf dem Set und wir trauen uns auch nicht mehr hoch. Wir bleiben jetzt einfach im Keller, weil der hat wirklich komplette Kontrolle übernommen oben. Ja. Jonas und Selina kommen auf keinen Fall zusammen. Hier fehlt wieder eine Bezeichnung. Wir wissen nicht, wer das ist. Man kann nicht eindeutig darauf antworten. Das ist ja so. Oder Selina kommt mit einem anderen, komplett einem anderen Jonas zusammen. Ich kenne einen Typen aus München, der hatte einfach zwei Ex-Freundinnen, ich glaube Anna hießen die beide. Wie cringe ist das, wenn deine Ex-Freundin Anna heißt und die neue heißt auch Anna? Ist zum Beispiel aber auch das so, ist wirklich. Das ist halt genial. Weil also ich muss zugeben, wenn ich jetzt mal so meinen Freundeskreis oder von allen, die ich kenne, durchgehe, kein Name taucht doppelt auf. Kein Name taucht doppelt auf. Oder, ich überlege gerade wirklich bei warte mal, doch, ein Name taucht doppelt auf. So einer, warte mal, einer. Versuche das gerade zu überschlagen, ich kenne noch sehr viele aus der Vergangenheit. Aber ein Name taucht nur doppelt auf. Markus. Ich kenne zwei Markusse. Du musst keine Fanpages umbenennen, es kann alles sein. Es geht einfach weiter. Oh nein. Also kurz vielleicht ein paar Bilder rausnehmen und so, aber dann kann es einfach weitergehen. Ja. Übrigens, ich bin Single. Ich bin auch Single. Ist das ein Gerücht oder nicht? Meldet euch Spaß. Ich wollte nur erotisch werden. Die Darsteller müssen immer nackt drehen. Stimmt. Ich kann das nicht mehr. Wenn du diese so anguckst, kann ich nicht weinen. Wenn man mich ansieht, dann kann man einfach nicht weinen. Wir werden gezwungen, Sachen zu tun, die wir nicht tun wollen, wisst ihr? Es ist nicht alles so schön, wie es auf Instagram wirkt. Willst du nochmal raus aus diesem Keller? Es ist viel besser. Das war eine erotische Antwort. Das ist ja nice. Gary hat mal mitgespielt und ist jetzt Regisseur. Jetzt machst du das nicht mehr. Ist tatsächlich kein Gerücht. Nee, Gary führt gerade Regie hier. Ja. Ja, und er macht hat sich aber gut gearbeitet. Geschlafen. Hochgeschlafen. Kann ich das auch machen? Möchtest du denn Regisseurin werden? Ja. Okay. Ja. Oh, ich hätte eine coole Idee. Da wären wir alle komplett nackt die ganze Zeit. Und Serienkiller. Ja. Nackte Serienkiller. Und das würde halt funktionieren. Ja? Ich bin sehr kreativ. Aber wie gesagt, also ich schaue ja aktuell noch, ja, die 8. Staffel, läuft ja auch noch, aber so eine richtige Horrorstaffel. Wie komisch, Horror. So richtig Horror. Horror mit Mystery, Gerda und Zwiller, so dieses drei verpackt, das wäre so, oh, geil. Das hätte was.
Das hätte was. Aber ich weiß auch nicht, wie die Staffel ausgeht. Aber dann würde ich euch sowieso auch nicht spoilern. So einer bin ich nicht. Nenn mal eine Idee für die nächste Kassenmeisterschaft. Was soll unbedingt auf jeden Fall sein? Horror. Ist mir dann doch zu spontan. Also jetzt so auf Knopfdruck geht's dann auch nicht. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Weil sonst kommt irgendein anderes Format und klaut meine Idee. Horror. Ich aufpassen, ne? Zum Beispiel das Internat. No Front übrigens, ne? Das muss man heutzutage mal hinterher sagen. Ist aber eigentlich ganz geil, man kann irgendwie keine Shitstorms oder irgendwie so, weil man immer No Front am Ende sagt. Es ist check's nicht. Kannst du oder das man kann sagen, es ist meine persönliche Meinung. Genau, das was ist auch. Was willst du tun? Ist ja meine persönliche Meinung. Wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja, du bist einfach scheiße, das ist meine persönliche Meinung. Aber kannst du mir No Front erklären? Weil die Leute hauen eine Beleidigung raus und sagen danach No Front. Wie ist das denn? Also, relativiert ist das? Also, ich finde. Boah, wenn ich mir selbst überlege, Beleidigung und dann sagen No Front, das macht eigentlich so gar keinen Sinn, so meiner Meinung nach. Weil wenn man jemanden beleidigt und dann sagt No Front, warum sagt man dann die Beleidigung? Das macht in dem Sinne keinen Sinn. Wenn man jemanden, wenn es so auf Entfernung ist und dieses Unpersönliche, wenn man jemanden nicht kennt und so über was spricht, von wegen hier No Front an Punkt, 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 aber ich sehe das so. Also, ja, schwer zu sagen, finde ich. Weil No Front heißt ja halt eben so, jetzt nicht wörtlich übersetzt, aber so in dem Sinne, jetzt keine Kritik äußern, aber um das jetzt mal so frei, sag ich mal, so frei zu übersetzen. Das kann man eigentlich auch zweideutig verstehen. So, du bist scheiße, no front. Je nachdem, wie man es sagt. Ist fast schlimmer, ne? Ist sogar noch schlimmer. Als wäre es nicht mal ein Angriff, sondern eine Tatsache. Man macht es zu einer Tatsache. Ja, das stimmt. Also ist ja no front, ist halt so. Ja, ist eine Tatsache. Ist halt scheiße. Ist einfach scheiße. Ja, also ist eigentlich... Kann auch sein, ich sehe es eher anders. Sag mal... No front, auf jeden Fall. No front. Dass Nathan nicht in der nächsten Staffel mitspielt. Also in Staffel 8 ist er dabei. Der dreht gerade rum. Ja. Der ist hier, ist kein Gerücht. Der ist nur ein bisschen später dazu gekommen. Ja. Ja. Die Kugel bekommt ihre eigene Rolle. Ich habe so eine Kugel in meinem Brust, die immer so runterhängt. Und das ist tatsächlich für die nächste Staffel auch geplant. Wird Camille als Lehrerin ablösen? Oh. Kann ich hier eine andere Rolle bekommen? Was möchtest du sagen? Ich will sterben, als Jungfrau Maria wieder zurückkommen. Warum eigentlich nicht? Ich finde schon. Jungfrau, die dann komplett so sexsüchtig werden. Okay, nein. Eine Lehrerin, alles klar. Vielleicht ist es, als wäre. Das wäre geil. Das wäre tatsächlich eine geile Idee. Das ist so ihr verstecktes Geheimnis. Okay, nein. Eine Lehrerin, die eigentlich Serienkillerin ist. Vielleicht ist es, als Wendung. Das ist ich bringe Frau Ostermann um. Die nächste Staffel wird krank, Leute. Auch müssen wieder einschalten. Wutke und Ems sind verlobt. Das stimmt. Das ist richtig. Das ist richtig. Jeden Abend gibt es einen flotten Dreier. Das stimmt. Das stimmt auch. Ja, mit wem? Hattest du denn, das war nicht das. Das war nicht die Frage, richtig. Das stimmt. Alle sind jeden Abend betrunken. Nein, diese Staffel nicht. Diese Staffel nicht jeden Abend. Nein. Und das ist ein Gewinn. Bei Krasslastenfahrt wird nämlich nicht am Set so viel Alkohol getrunken. Das stimmt. Alles nur also ich habe gehört, dass jemand das irgendwie erzählt hat. Ja. Ich glaube, das Internat. Wutke hat einen Crush auf Kyla. Außerdem, da freue ich mich auch schon drauf. Ich weiß noch nicht, ob wir darauf reagieren können. Kann ich aber eben so schon kurz sagen. Muss ich gucken. Ben wäre natürlich cool, weil dann kann man das ja auch mit, denke ich mal, so mit einbauen, so in Serien-Reacts. Keanu. Das sind tatsächlich. Wutke hat einen Crush auf Kyla und Keanu. Das sind tatsächlich die beiden. Sind ist also, eine Person, oder? Das ist eine Person mittlerweile geworden. Alter Keanu. Zusammengetan. Und trotzdem ist es so, obwohl die jetzt eine Person sind, hatte ich eine Dreier-Erfahrung mit den beiden. Cool. Aber das war was rein Sexuelles. Keanu. Keine Gefühle? Keine Gefühle. Wir ziehen jetzt zusammen. Und Keanu ist euer Kind, oder? Richtig. Keanu hatte noch nie eine Freundin. Das ist leider richtig. Ach, ich glaube, das ist falsch. Er hatte, aber seine Rolle Fly wird ewige Jungfrau sein. Ja. Echt? Hm? Hat er jetzt nicht? Oder doch, vielleicht ja diese Staffel. Vielleicht. Lorena? Okay, jetzt wird es ein bisschen, das ist, eigentlich wollten wir das in diesem Video nicht verraten. Aber tatsächlich ein weiteres Gerücht ist, Nathans Pimmel ist 3 cm. Machen wir mal so, ich werde dazu mich nicht äußern, weil ich keine Ahnung habe. Aber sie hatte gestern einen Dreier. Und nicht das, sorry, aber... Es kommt nicht auf die Größe an. Nein, also das ist definitiv kein Gerücht gewesen. Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. Halt, stopp, ich fühle mich gemobbt. No, don't touch me there. No, no, don't touch me there. Jetzt wird das Video absolut cringe. Herzlich willkommen auf dem Kanal Jonas Wutke. Nika ist schwanger. Nein. Ist ein Gerücht. Jonas, Ems und Skina hatten Sex im Whirlpool. Also hier auf jeden Fall nicht. Haram. Haram.
Und dass Maribel in Klammern Tesla ausgetauscht wurde. Ich weiß nicht, wer Maribel ist, aber wir haben eine neue Tesla, ja. Und halt, stopp, wir drehen! Nee, komm mal kurz rein für ein Gerücht. Komm mal rein, Rudi. Tatsächlich ist ein Gerücht, Jonas stinkt. Ihr stinkt tatsächlich ziemlich. Also, hast du auch gerochen? Aber jetzt stinkt jetzt erst, als ihr reingekommen seid. Nee, es war, als ich schon runtergekommen bin. Ich glaube, damit warst du einfach du gemeint. Ich glaube tatsächlich nicht. Also, hier steht auch Nee, das steht da nicht. Da steht auch nur Jonas stinkt. Ich sehe es, dass da nur Jonas stinkt steht. Das ist genauso wie vorhin so mit Jonas und wieder. Ja, welcher Jonas? Ja, auch wieder. Ja, welcher Jonas? Und Marvel guckt auch erstmal, was stehen da für Gerüchte? Offensichtlich an Wutke, und als ich runtergegangen bin, muss ich hören. Ja. Okay, Gerücht geklärt, danke, ciao. Frau Bra, Ruhe, Fresse! Frau Bra, Ihre Klasse ist besser als die von Frau Ostermann. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wer alles bei ihr war. Aber findest du deine Klasse nicht besser, oder? Doch, ich find's übelst cool. Dass du der beste Schauspieler von Kressklassenfahrt bist. Das stimmt nicht. Ich bin besser als er. In welcher Hinsicht? Ich kann schneller weinen als du. Ich kann keine Emotionen empfinden. Also ich kann weder Freude noch Trauer empfinden. Kannst du weinen? Ja. Okay, lass mal schauen, wer schneller weint. Okay, ich, jetzt Glück. Neben dir kann ich nicht weinen. Ist zu hell dafür. Nee. Könntet ihr das? Es gibt ja tatsächlich eine Methode, das habe ich schon mal so in... Boah. Irgendwo habe ich das schon mal so gesehen. Ich weiß nicht mehr so, vielleicht war das auch irgendwas mit GZSZ, AWZ. Kriegst du nicht mehr zusammen, aber jedenfalls... Das ist halt eben so, ich sag mal, drückst du es aus, so ein Stoff gibt oder so, dass man halt eben schneller weint. Und ich bräuchte sowas nicht. Ich glaube, ich könnte echt, nicht sofort auf Kommando, ich bräuchte kurz, aber dann könnte ich auch weinen. Wie ist es bei euch? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Aber versucht es jetzt nicht extra deswegen aus. Ich möchte euch jetzt hier nicht zum Weinen bringen. Verstanden? Okay. Nicht. Es ist zu hell, warum ist es zu hell? Wenn du weinen musst, dann ist doch egal, ob es hell ist. Ja. Ich kann nur im Dunkeln weinen. Das macht einfach keinen Sinn. Ihr macht Kressklassenfahrten nur für die Klicks. Ist tatsächlich ein Gerücht, weil wir machen es, weil es Spaß macht. So ist eine lustige Comedy, es macht Spaß. Und für die Klicks. Das gefühlt jeder, was mit jedem hat. Das stimmt. Das ist wahr. Wir sind eine große Familie. Dass keiner Paulas Namen aussprechen kann. Also ich glaube, sie wird ja, es ist Paula, ne? Oder, also, Fatima. Fatima, richtig. Das Fatima. Ist auch der richtige Name, so will sie eigentlich hier im Set auch genannt werden. Dass Jonas Ems zu Klima nicht küssen wird in der 8. Staffel. Und die beiden haben keine Kuss. Nee, Jonas ja. nicht, ne? Aber hinter den Kulissen küsst jeder jeden. Dass es eine fette Orgie gab. Gibt es tatsächlich, also hatten wir bis jetzt noch nicht, gibt es immer erst... Am letzten Abend. Genau. Gibt es wirklich immer erst am letzten Abend zum Abschluss. Da gibt es Rambazamba. Haben eine schöne Zeit miteinander. Ja. Und da werden wir euch dieses Mal auch mitnehmen. Und den Vlog seht ihr dann auf deinem Kanal. Das stimmt. Ist ja so ein bisschen, genau. Ja, dass wir ein bisschen Werbung für meinen Kanal machen. Richtig. Also da wird es wirklich zur Sache gehen. Mhm. Es wird nicht so langweilig wie hier. Genau, da wird es wirklich spannend und nicht dieser Drecks-Content, den ihr auf diesem schrecklichen Mistkanal sehen müsst. Okay. Und damit würde ich sagen, schaut auf jeden Fall vorbei. Wir sehen uns ganz bestimmt ganz bald wieder. Danke fürs Zuschauen, ihr seid cool, die Besten. Richtig, wir lieben euch und wir wollen eigentlich auch der Community wahnsinnig viel zurückgeben. Ja. Menschlich nehmen. Ne? Ja. Alles klar, bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann, eine Banane. Ciao, ciao. Eine Banane. Oh, das ist so gut. Allein deswegen, wenn ich jetzt noch 5 Sekunden weiterlaufen, muss die Situation aushalten. Ich kann nicht, wenn die Kamera an ist, dann bin ich cool. Ah, gut. Nein, ich habe gedacht, ich krieg's doch so hin. Egal. Oh, geiles Video. Das Video hat mir sehr gut gefallen. Köstlich. Also ich war unterhalten. Sehr, sehr cool. Cringe, wie die auch gesagt haben. Oh, ich habe gerade wieder ein Augenzucken. Tatsächlich habe ich in letzter Zeit echt eine hohe Nervosität und ich weiß nicht woher. Gut, das war's. Ich wollte gerade sagen, mit dieser Folge. Nee, das war's mit diesem Video. Ich bin gerade voll in diesem Wahn, das Klassenfahrt zu gucken. Wie gesagt, ich bin fast mit der Hälfte der Staffel durch und Alter, was da noch passiert, ey. Freue auf die nächsten Wochen, kann ich euch nur sagen. Das war's aber mit diesem Video. Ich werde jetzt gleich noch gucken, was für Videos kommen oder nicht kommen. Vielleicht könnt ihr euch ja später noch auf ein Video freuen. Aber damit ihr auch ja nichts verpasst, lasst doch auf jeden Fall sehr gerne ein Like da, damit ich sehe, dass euch das Video gefallen hat. Abonniert mich gerne und aktiviert die Glocke, damit ihr auch immer zu meinen Videos benachrichtigt werdet und damit ihr auch Teil
ihr Top-Familie werdet, oder Top-Family, wie ich auch schon manchmal so am Ende des Videos sage. Und ja, und lasst uns weiter wachsen, lasst uns eine tolle Familie werden, eine tolle Community. Und dann bleibt mir noch zu sagen, wir sehen uns zu einem neuen Video wieder. Und ihr wisst, was ihr zu tun habt, damit ihr auch immer benachrichtigt werdet. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, euch noch einen schönen Tag und Anpfiff, Abpfiff, Tor. Schau, liebe Top-Familie, bis zum nächsten Mal rein. Und tschüss.